Meine sehr verehrten Medienvertreter und Medienvertreterinnen, ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz begrüßen, bei der wir unseren neuen, bei der die Ministerpräsidentin ihren neuen Innenminister vorstellt, Frau Dreyer. Ja, ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen. Ich habe heute Michael Ebling zum neuen Minister des Innern und für Sport ernannt und der Landtag hat ihn gerade eben bestätigt und vereidigt. Er ist also nun unser neuer Staatsminister für diesen Bereich. Ich freue mich sehr auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Michael Ebling ist auch für mich kein Fremder. Wir haben schon häufig und viel zusammengearbeitet. Er ist ein profilierter Kommunalpolitiker, wie die allermeisten wissen, mit sehr langjähriger Verwaltungserfahrung und auch Erfahrungen als Staatssekretär in der Landespolitik. Das ist schon ein bisschen her, aber er kennt also sowohl die kommunale Ebene als auch die Landesregierungsebene, was immer sehr gut ist, wenn man ein so hohes Amt dann innehat und die Führung des Innenministeriums übertragen bekommt. Michael Ebling hat sich als langjähriger Oberbürgermeister von Mainz große Verdienste um die Weiterentwicklung seiner Stadt, der Landeshauptstadt, erworben und erkennt gleichzeitig auch die Herausforderungen, vor denen die Kommunen stehen. Er ist, wie Sie alle wissen, Vorsitzender des Rheinland-Pfälzischen Städtetags. Er war Mitglied oder war und er ist Mitglied als des Präsidiums des Deutschen Städtetags. Er ist Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen und vertritt damit die Interessen der Städte, der Kommunen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und er war häufig zuletzt zu sehen als VKU-Präsident, weil das Thema Energieversorgung ja eine ganz große Rolle spielt zurzeit. Insofern weiß er, den ganzen Bereich wirklich sehr gut zu bespielen seitens des Innenministeriums, wo es einfach um einen engen Kontakt zu der kommunalen Familie geht. Als Staatssekretär im Ministerium, es hieß damals für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, hat er in der Vergangenheit profunde Erfahrungen in der Landespolitik gesammelt. Das heißt, wie hier getagt wird, wie man zusammenarbeitet, das ist alles kein Neuland für Michael Ebling. Und nicht zuletzt hat er eine juristische Ausbildung. Auch das ist eine gute Voraussetzung dafür, ein Innenministerium zu führen. Ich freue mich also sehr auf eine gute Zusammenarbeit in einer nicht ganz leichten Zeit. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass der neue Innenminister sein Amt sehr, sehr gut führen wird und auch seine ganz eigenen Akzente mitbringen wird. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Herr Innenminister Ebling. Dankeschön, Frau Ministerpräsidentin, meine Damen, meine Herren. Es sei mir erlaubt, ein bisschen auch von Gefühlen zu sprechen an diesem Tage. Das ist ein Gefühl auch der Freude, auch für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, namentlich natürlich auch der Ministerpräsidentin, aber auch eben durch die Begegnungen im Parlament und mit den Abgeordneten. Das ist ein Tag natürlich ein bisschen auch der Wehmut, denn ich habe ausgeführtes Amt damit aufgeben müssen. Und es ist ein Tag auch des großen Respekts, weil ich die Aufgabe natürlich sehe, in ihren Dimensionen auch noch in den Tiefen vermessen muss, aber eben auch den Respekt habe vor der Leistung meines Vorgängers im Amt, der mit dafür gesorgt hat, dass man in Rheinland-Pfalz sicher lebt, dass es eine gute Lebensqualität und gute Lebensbedingungen gibt. Das hat viel mit der Sicherheit, sowohl subjektiv wie objektiv, zu tun. Und das, was da geleistet wurde, ist herausragend. Ich hoffe, die Ministerpräsidentin hat es aufgezählt, gut gerüstet zu sein, die Schwerpunkte an den Stellen zu setzen, wo jetzt auch die Vorarbeiten laufen. Wenn ich im Moment daran denke, dass die Gesetzesverfahren für den neuen kommunalen Finanzausgleich, wenn man so will, in den letzten Etappen sind. Wenn es darum geht, die richtigen Konsequenzen aus der schrecklichen Hochwasserkatastrophe zu ziehen und auch damit den Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz neu aufzustellen, dann sollen das nur zwei genannte Bereiche sein, neben natürlich dem Aspekt für die Sicherheit zu sorgen und auch die Spielräume, die nicht zuletzt im Koalitionsvertrag als Zukunftsvision für dieses Land beschrieben sind, dann auch einzulösen und zu erfüllen. Und gleichzeitig den Blick auf alle Kommunen zu richten. Das ist mir wichtig an dem Tag zu betonen. Aus der Erfahrung der Stadt heraus zu arbeiten, prägt. Aber ich weiß auch, nicht zuletzt als Mensch, der dieses Bundesland kennt, seit er hier lebt, weil hier geboren, wie schön es auch in diesem Land ist mit der Unterschiedlichkeit der gemeindlichen Strukturen. Am Ende sind es auch die wunderbaren Landkreise, sind die wunderbaren Ortsgemeinden. Auch die brauchen einen verlässlichen Ansprechpartner und den werden sie in mir auch ganz sicher finden. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt.
Vielen Dank, Herr Ebling. Und damit zu Ihren Fragen, Frau Petermann. Herr Ebling, Sie haben von der Dimension der Aufgabe gesprochen. Was können Sie denn beitragen als Neuer in diesem Amt zur Aufklärung alter Vorgänge in der Kriegnacht und in die Katastrophe an der A? Aufklärung betreibt der Untersuchungsausschuss. Das ist das vornehme parlamentarische Recht und ich sehe meine Aufgabe und natürlich auch die des Ministeriums dabei, den Untersuchungsausschuss nach Kräften zu unterstützen, dass er zu den Erkenntnissen kommt, die uns am Ende auch helfen, die richtigen Lehren zu ziehen und natürlich vor allen Dingen den Menschen die Perspektive zu geben, dass es auch besser wird. Frau Dauscher. Der Untersuchungsausschuss klärt auf, er kann aber auch nur aufklären, was er weiß. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, der jetzt mit Ihrem neuen Amt doch zu tun ist. Also wie wollen Sie aufklären, dass auch wirklich im Untersuchungsausschuss alles vorgelegt wird, was gefunden werden muss? Frage 1. Frage 2. Sie werden ja auch für den Wiederaufbau des Ahrtals zuständig sein. Wie gut kennen Sie das Ahrtal? Waren Sie jetzt zuletzt auch? Also zu der ersten Frage, das ist jetzt ein bisschen eine Wiederholung. Ich bin mir sicher, dass das Ministerium alles dafür tun wird, auch ich persönlich, dass wir die Informationen, die zur Verfügung sind, auch weitergeben, dass wir den Untersuchungsausschuss vollumfänglich bei seiner wichtigen Arbeit, bei seiner Aufklärungsarbeit unterstützen. Aber das Ministerium ist nicht die Untersuchung. Zu der zweiten Frage, das wird eine schwierige Aufgabe sein. Ich glaube, bei der es auch darum geht, ehrlich zu vermitteln, dass die Dinge jetzt schon klar Kontur annehmen, aber dass wir noch viele Jahre auch vor uns haben für den Wiederaufbau. Sie wissen um meine Heimat im Sinne von Mainz und dem Rheinhessischen. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich kenne das Ahrtal aus dem FF, dann wäre es geschwindelt. Das muss ich, glaube ich, aber auch nicht sagen. Aber dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus, mit der für die Wiederaufbau zuständigen Staatssekretärin auch Kompetenz jetzt schon im Hause auch habe, auf die ich mich ganz sicher auch verlassen kann. Das ist für mich auch ein Grundverständnis, wie ich die Arbeit angehe und selbstverständlich mich mit den Dingen vertraut zu machen, die jetzt ab diesen Minuten zu meiner Arbeit gehören. Das wird die nächsten Tage, Wochen und Jahre mich natürlich beschäftigen, weil die Arbeit ist sicherlich nicht in wenigen Jahren abgeschlossen. Katastrophenschutz soll ja neu aufgestellt werden. Die Opposition hätte sich jemanden gewünscht, der da Expertise hat. Welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten bringen Sie damit? Der Brand- und Katastrophenschutz, der Zernent, war ich auch bis vor wenigen Minuten, als die Ministerpräsidentin im juristisch-formalen Sinne diesen Status beendet hat. Insofern ist mir zumindest die Zusammenarbeit mit der Blaulichtfamilie im Weiteren sehr gut geläufig. Und Sie glauben gar nicht, wie sehr wir auch auf der kommunalen Seite, und das gilt nicht nur für mich, das gilt für die gesamte kommunale Familie, auch in den letzten Jahren öfter auf Prüfstände gestellt worden sind. Ich möchte nicht Krisen miteinander vergleichen, aber dass es Krisenhäufigkeiten gab, Corona-Pandemie. Wir reden heute über die wichtige Frage, wie bringen wir geflüchteten Menschen ein sicheres Zuhause. Wir reden natürlich über die besonderen Herausforderungen, dass der Klimawandel uns vor eine Realität führt, bei der wir damit rechnen müssen, dass Katastrophen dieser ähnlicher Art eintreten. Und ich will Ihnen jetzt nicht nur auch ein Stichwort nennen aus der Sicherheitsarchitektur. Wir erleben gerade in Deutschland Dinge, die wir uns so nicht haben vorstellen können, wenn ich nur an angegriffene Gasleitungen denke. Also insofern ist, glaube ich, der Blick sehr stark zu weiten. Und ich finde den Vorschlag zunächst einmal, der auch auf dem Tisch liegt, absolut zielführend im Sinne des Katastrophenschutzneuaufstellung. Und ich denke, meine Aufgabe wird es sein, dass wir das sehr, sehr, sehr zügig auch angehen. Frau Kirstein. Herr Ebling, nun geben Sie ja auch ein Amt auf, in das Sie eigentlich für 8 Jahre gewählt waren. Was haben Sie gemeinsam Ich habe mich heute bedankt, wie man das sozusagen heute macht, nämlich bei den Mainzerinnen und Mainzern mit einer Botschaft. Ich habe mich einfach zu bedanken dafür, die Mainzerinnen und Mainzer haben mir die Möglichkeit gegeben, mich zweimal direkt in das Amt zu wählen. Das vermittelt einem viel Zuneigung, das vermittelt einem auch Demut, darf ich Ihnen sagen, Frau Kirstein.
dass aber Ämter immer auch nur auf Zeit sind. Und es gibt wahrscheinlich nie einen richtigen Zeitpunkt, auch dieses Amt aufzugeben. Aber ich finde, es ist ein sehr guter Zeitpunkt in sozialer Dimension, in wirtschaftlicher Dimension, in finanzieller Dimension. Hat diese Stadt noch nie so gut dagestanden wie jetzt. Herr Haug. Ja, Frau Ministerpräsidentin, vielleicht können Sie uns einen Einblick gewähren, wann die Entscheidung gefallen ist. Oder die Frage, war es bewusst so angelegt, jetzt die beiden Termine gestern, die Pressekonferenz mit Innenminister Lewens, heute die Vorstellung seines Nachfolgers, war es bewusst so angelegt, dass Sie das trennen? Also ich fand es tatsächlich richtig, die beiden Termine zu trennen, weil es auch nicht der Situation angemessen gewesen wäre. Der Rücktritt von Roger Lewens war ja sehr einschneidend. Und der zweite Aspekt ist, da Michael Ebling nicht aus dem Kabinett kommt, ist es erforderlich gewesen, eine parlamentarische Bestätigung und Vereidigung heute zu erhalten, sodass nicht der Freitag zum Beispiel in Frage gekommen wäre. Und wir haben einfach mit Blick auf das Parlament dann den Donnerstag gewählt. Aber dafür spricht ja eben auch und deshalb auch die Eile, das Innenministerium als Sicherheitsministerium ist ein Ministerium, was tatsächlich auch eine sehr zügige Besetzung wieder braucht. Und deshalb war ich sehr froh, dass wir das auch sehr, sehr schnell miteinander besprechen konnten und den Weg so bereiten konnten, dass es heute möglich war, noch mit dem Tag im Parlament im Grunde den neuen Minister vereidigen zu lassen. Anna, Frau Wahl. Also grundsätzlich kann es passieren, dass Malu Dreyer mich anruft. In dem konkreten Fall war es eine besondere Botschaft, aber gehen Sie mal davon aus, wir reden eher von Stunden als von Tagen. Herr Zahn. Irgendwo in diesem zeitlichen Korridor dazwischen. Herr Zahn. Herr Innenminister, werden Sie auch SPD-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz? Ich bin jetzt für ein neues Regierungsamt bestimmt und da hat die Ministerpräsidentin ein Vorschlagsrecht und ich habe zur Kenntnis genommen und freue mich darüber, dass Roger Lewens gesagt hat, dass er Vorsitzender der SPD bleiben wird. Er ist ja noch gewählt bis 23, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich besuche Landesparteitage regelmäßig, aber ich glaube, es ist 23. Genau. Herr Merz. Frau Ministerpräsidentin, Vorschlagsrecht, jetzt ist dann Innenminister Michael Ebling, möglicherweise mit Vorentscheidung und die Vorschlagsrecht bitte. Was meinen Sie? Mit dem, Sie meinen das Parteiamt? Nein. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch kein Vorschlagsrecht für einen Parteivorsitz, für den Parteivorsitz der SPD. Es ist so, wie Michael Ebling sagt. Roger Lewens hat ja gesagt, er will gerne auch weiter Parteivorsitzender bleiben. Die Gremien werden demnächst ja jetzt auch tagen. Wir werden miteinander sprechen. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, im Moment irgendetwas anderes zu tun. Bis 23 ist die Wahl. Und dann werden Parteigremien dann schauen, wie geht es weiter und wer soll Parteivorsitzender werden. Also es ist nicht so, dass ich Regierungsmitglieder benenne und daraus sich automatisch ergibt, dass sie die neuen Parteivorsitzenden werden. Da hätte ich auch Probleme bei der Vielzahl von Menschen, die ich schon benannt habe. Ja? Also das geht nicht auf. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Es ist wichtig, dass ich einen sehr profilierten Politiker an der Stelle, am Innenminister mit seiner Spitze habe. Und das hat mich eben auch getrieben an dieser Stelle. Dann schaue ich mal in die Runde. Und sehe keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie so kurzfristig unserer Einladung folgen konnten und wünsche Ihnen im Namen des Podiums einen schönen Tag.